Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Boah, Mbappé! Nein. Das ist der größte Sohn des Kronen! Und Ribéry, na klar, Chat, weil er sein Schild oben hat. Ribéry! Oh mein Gott! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich bin ein bisschen im Stress, deswegen hier mal kurzes Intro. Ich gehe heute zum Spiel Regensburg oder Hansa gegen Regensburg. Sehr wichtiges Spiel, direkter Konkurrent. Es geht darum, den Klassenerhalt zu sichern. An der Stelle nochmal vielen Dank an Lukas, der mir die Karte besorgt hat. Und Grüße gehen raus an Nick, denn Mann weiß warum. Wenn euch das gefällt, Freunde, und wenn ihr mehr Stadion-Vlogs sehen wollt, dann auf jeden Fall gerne ein Like da lassen und diesen Kanal abonnieren. Und ja, Outfit-Check machen wir nochmal kurz. Ich habe hier meine E-Football-Jacke an und dann habe ich hier natürlich mein E-Football-Trikot drunter plus den Pulli. Habe ich mir bei den Schwitzern Levi und Henning abgeguckt. Ja, viel Spaß mit dem Video. Okay, um nochmal kurze Prediction abzugeben. Ich glaube, tatsächlich, Hansa gewinnt 3-1, also wäre auf jeden Fall cool, ein torreiches Spiel zu sehen, wenn ich schon mal wieder im Stadion bin. Aber Klassiker ist eigentlich auch, wenn ich schon mal ins Stadion schaffe, weil ich erst morgen Spiel habe, dass das Spiel dann, ja, keine Ahnung, 0-0 ausgeht oder so. Wäre natürlich nicht so geil, weil 3 Punkte schon schmecken würden gegen Regensburg. Aber ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Stadion. Man muss sagen, Wetter ist auf jeden Fall so semi-geil. Sind so 10 Grad, hat geregnet heute Morgen. Ich bin schon froh, dass es zum Vlog nicht geregnet hat, sonst wäre das hier eine richtig miese Nummer geworden. Deswegen bin ich auch so dick angezogen. Hoffe mal, dass uns das so ein bisschen in die Karten spielt. Ich bin auch gespannt, wie der Platz ist, weil gegen die ist ja jetzt mal auch ein Spiel, wo man halt auch fußballerisch ein bisschen, ja, mehr Anteile wieder haben wird. Deswegen gespannt, wie das Spiel wird. Und Lukas hat seit 2 Tagen wieder trainiert und ist direkt in den Kader gekommen. Also er wird nicht von Anfang an spielen. Also höchstwahrscheinlich, denke ich mal, es sei denn, es passiert irgendwas. Aber ich hoffe natürlich, dass er reinkommt und ich werde versuchen, noch ein paar Szenen von ihm vom Aufwärmen irgendwie einzufangen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und ja, wenn du aufs Tor schießt, Lukas, streng dich an, wenn du das siehst. Streng dich immer an, wenn ich ins Stadion gehe. Kannst du nur gut aussehen auf YouTube. Wenn ich den Weg hier hochgehe, bekomme ich auf jeden Fall miese Flashbacks, weil hier hatten wir immer unsere Karten, wenn wir von damals aus der Jugend von Hansa unsere Karten bekommen haben oder unsere Pässe sozusagen. Und dann saßen wir erst mittig und irgendwann saßen wir dann außen West Richtung Nordtribüne hin. Ja, jetzt erstmal rein hier. Ich hoffe, dass die mir nichts abnehmen hier mit meiner Tasche. So, ich sitze auf der Westtribüne. Ich sitze in Block 33, Reihe 6, Sitz 10, heißt also, ich muss jetzt da vorne hoch, für alle, die das hier vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht im Stadion waren, aber passt schon. Da vorne gehe ich übrigens immer rein, wenn ich im Stadion streame, also da hinter dem Hansa-Wappen ist auch noch ein Eingang, da muss ich dann immer rein, da sind die ganzen Büros und so, und dann da hinten durch und da wird immer aus dem Stadion gestreamt. Muss auf jeden Fall auf die andere Seite durch. Platz von uns ist auf jeden Fall Premium, Leute. Die sind hier noch in der Spielform. Alle, die starten, hier Kröger, Schumacher, Hinterseher startet auch. Basic ist hier. Und so weiter und so fort. Da hinten sind die Auswechselspieler. Lukas haben wir da hinten. Guter Lenker da, Lukas. Guter Lenker. Da unten haben wir den Retter, Alois, der behandelt da gerade noch mit den vierten Offiziellen oder Schiedsrichter oder was weiß ich, was es ist. Also wenn es später einen Elfmeter für Hansa gibt, dann wisst ihr Bescheid. Alois hat das Ding hier abgesprochen. Oh, schade. Nachschuss, natürlich, wir sind souverän. Und nochmal zweiten, nachpassen. Süd natürlich schon wieder voll. Irgendwo da sind Nick und Dombau drin. Wir sind auf jeden Fall 13 Minuten vor Anpfiff. Die Stimmung ist jetzt schon krank. Hier von beiden Seiten hört man ziemlich laut. Und ja, keine Ahnung, Regensburg. Man hätte, also bei so einem wichtigen Spiel kann man schon mit mehr Leuten kommen. Oder wie seht ihr das? Also weiß ich nicht.
Was sind das? Vielleicht 300 oder so. I don't know. Nochmal Applaus nach Polen, ist ja richtig. Rein mit euch. Der Mann hat es eilig, der muss aber auf Klo. Lukas sammelt die Bälle ein, macht er gut. Jetzt ist laut. Immer Gänsehaut bei der Ausstellung. Einmal Gänsehaut zu mitnehmen, bitte. Hier spielt man noch Fußball mit Herz. Komm, gutes Ding. Der ist
ist aber auch Asche, der Ball. Ja, ist doch richtig. Erstmal unter Bindner. Was man sagen muss, Hansa arbeitet defensiv, aber offensiv geht noch nichts. Und Regensburg fällt auch gar nichts ein. Also, ich würde euch gerne so mehr Torschancen zeigen, aber gibt's einfach gar nicht. Gibt's einfach gar nicht nach 26 Minuten. Ich kann mich nicht an eine Chance erinnern. Ja, so sieht das die ganze Zeit aus. Meist langer Ball und dann hat der Torwart wieder den Ball. Und es wird neu aufgebaut. Weiß nicht. Von hier sah es aus, als hätte man ihn geben können. Bald auch in voller Geschwindigkeit. Schau mal. Es gibt 5 von den Rängen. In meinen Augen 11 Meter. In meinen Augen 11 Meter. Guck's dir wenigstens an, Frank. Guck's dir an. Einwurf. Ich fass das nicht. Na, keine Ahnung. Aus dem Stadion sah es aus wie Elber. Wir kommen auf jeden Fall immer besser ins Spiel. Die Melone kommt wieder zum Einwurf. Aber was mir gefällt, ist, dass wir jetzt in einer halben Stunde endlich mal versuchen, hinten rauszuspielen. Allein dafür hätten wir uns schon mehr den Sieg verdient, weil Regensburg, ja, die machen echt gar nichts. Rossi 1 gegen 1. Mit Tempo geht er da vorbei. Jetzt aber Ryan, jetzt muss das Ding kommen. Der ist gut? Noch nicht. Einfach immer sagen, dass er gut ist, damit er gut wird. 1-0, 1-0 Völker, Freunde. 1-0 Völker, direkt nach der Aktion. Und das Stadion steht Kopf. Ey, wow. Aber selbst wenn Hinterseher wurde vorher gefault, da muss es dann wenigstens Elfer geben, wenn das Tor nicht zählt. Aber ich glaube, das Tor zählt. Let's go, 1-0, verdient, hat sich angebahnt. Wer sonst? Guckt ihn euch an, der Ghost. Wer sonst? Und Tor! Torschütze, er macht da weiter, wo er lauter aufgehört hat. Unsere Nummer 19, Kai! Gebt dem Mann für den Arbeitsvertrag. Hansa Rostock! Eins! Und die Gäste aus Regensburg? Null! Kopf, Freunde, der Dreier wäre so wichtig heute. Schumi hat gerade Geld gesehen, taktisches Foul an Singh, der tritt den Freistoß jetzt auch. Das ist, glaube ich, so der Einzige, über den irgendwas gehen kann, über ihn und Nummer 10. Ansonsten, Regensburg echt schwach. Erstmal verteidigen das Ding jetzt. Aber vielleicht kommt Lukas da noch rein, wegen Gelb-Rot gefährdet oder so bei Schumi. I don't know. Raus damit. Asche, nix. So, Freunde, erste Halbzeit ist durch. Er hier macht auf jeden Fall viele Freunde. Er fault noch sehr viel abseits vom Ball und so und legt sich dann aber selber hin, wenn er gefault wird. Oder ja, oder auch nicht. Oder sogar wenn er fault, legt er sich hin. Und los. Mach dich heiß, Lukas, mach dich heiß. Wir brauchen dich. Ja, Leute, kleines Fazit. Ich würde sagen, erste Halbzeit, wir führen auf jeden Fall verdient, in meinen Augen, wenn ihr mich fragt. Weil ja, Regensburg ist geil eingefallen. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, so. Aber erst ab Minute 30 machen, auch zu dem Zeitpunkt, wo wir das Tor eigentlich machen, sind wir eigentlich immer besser ins Spiel gekommen. Und jetzt, ja, verwalten und das Ding nach Hause bringen, würde ich sagen. 1-0, souveräne Führung, stehen defensiv gut. Tor, scheiße, aber egal. Uwe macht die Eis, aber noch ein paar Antritte da, na klar. Du bist so genial! Ich bin echt total!
Wolfsburg hat einmal gewechselt, wenn ich es richtig gesehen habe. Nummer 18 kommt rein hier. Defensiv so weiterspielen, dann brennt gar nichts an. Da muss auch ein paar Konter kommen, weil Regensburg muss. So, auf geht's. Auf der Einsieg, let's go. Lauf ihn an da. Gute Sache. Wir schädeln die Dinger da aber auch so souverän raus, Leute. Aber jetzt kommt halt auch ein langer Ball nach dem anderen. Oh, noch im Boden. Nimm mit dir. Ah, kein weiter. Du kannst das auch von da. Hinterseher liegt am Boden, Leute. Hätte irgendwie das Gesicht gehalten, weiß nicht. Also wenn, dann müsste sich der VAR da einschalten, wenn irgendwas ist. Ich glaube, es wird aber nichts kommen. Oh, oh, oh. Richtig. Gut zu dressen da. Chance für Regensburg gewesen. Ich war, glaube ich, so der erste richtige Abschluss von dir eigentlich. Stark, Ossi. Das ist stark. Ich finde, wir pressen sehr gut. Sehr gut gegen den Ball da. Gute Arbeit, Alois. Aber für Regensburg drückt uns immer mehr rein. Das Stadion merkt das auch. Der Zehner drehte komplett frei in den letzten Minuten. Wir kommen nicht mehr so wirklich nicht nach vorne, wir können uns nicht festsetzen. Ja, Koll ist richtig, bring mal ein bisschen Ruhe rein. Was ist das? Was ist mit dir los, Junge? Halbe Stunde circa noch. So, Freunde, erster Wechsel. Hinterseher geht raus, John Rowe kommt rein. Dafür kommt nach genau einer Stunde Spielzeit mit der Nummer 18 John Rowe. Mach was, Johnny, Junge. Mach die Bälle da fest. Und ich wieder rot holen, bitte. Für auf jeden Fall ein schwieriges Spiel gewesen. Gut so. Eklig. Stark. Schön gemacht. Du dabei. Aber warum ist da keiner? Hä? Der Ball ist gut. Schwierig. Ja. Oh, jetzt hat Johnny. Nein, was tut er? Was tut er? Du hast alle Zeit der Welt. Niemals. Nimm noch zwei Kontakte. So, mein Eckball. Bürgergard, gute Ballerung, gutes Dribbling gehabt. Dressel, gutes Ding da jetzt. Eklig. Das könnte eklig werden. Gelb, taktisch. Boah, stark, stark, stark. Fauli, Fauli. Oh mein Gott. Stark. Stark. Und jetzt Platz. Und du hast ganz viel Wiese, Dressel. Du hast ganz viel Wiese. Und Rekord. Na klar. Und Ruhe, Ruhe. Reicht nicht. Maschine. Das ist unmöglich. Zurück, zurück, zurück. Muss Geld geben. Muss Geld geben. Taktisch gegen Fröhlein. Wir sind gut drin in der Partie. Oh, da sei der gut. Gut. Boah. Ja, Asche, weg. Aber auch die Tribüne mit dem Ball, ist richtig. Man muss sagen, wenn was geht, dann über den Bürger gerade auch wieder. Dreht sich gut auf, lässt den Ball durchlaufen. Der Flank wird geblockt, Eckball. Ist richtig. Hier vorne festsetzen war gut. Wir haben jetzt die 72. Spielminute. Komm. Oh, das. Schade, schade, schade. Ecke für Regensburg. Ja,
Ja, da brennt bis jetzt gar nichts an. Also bei hohen und langen Bällen sind wir immer super bis jetzt. Gar nichts. Gut zum Innenborg. Setzt uns jetzt hier so ein bisschen vorne fest hier. Boah, Rossi. So kenne ich dich gar nicht, so elegant. Ah, gut, unser Ball, gut zu Schumi. Gutes Game auch von Schumi. Rossi auch mal ein super Spiel bis jetzt. Easy to do the somersaults. He always throws a bit. Easy. Gutes Ding! Komm! Da, Rossi. Hol ihn dir. Eklig. Oh, schade. Da geht's nochmal gute Bildung und 16er. Gleich 90 Minuten. Ich bin gespannt, wie viele nachspielen. Wechseln werden wir auch nochmal. Kriegt den Standing Ovations absolut zurecht. Starkes Spiel von ihm wieder. Tor gemacht. Offizielle Nachspielzeit beträgt 4 Minuten. 4 Minuten, das habe ich. Aber das haben wir. Ganz souverän. Raus, ist ja richtig. Bei dem Abstand jetzt. Los. Let's go! Ganz, ganz strong.
Platz jetzt. Ich sag's euch so, ist es, wenn wir noch ein Spiel gewinnen, sind wir durch. Habe ich so ein Gefühl. Und wir werden gewinnen. Alle nach der Woche. Ich auch, Kapi. Hab nichts zu tun, weil ich hab selber spielen. So Leute, Spiel ist vorbei. 2-0 gewonnen, auch in meinen Augen ja, absolut verdient. Also klar, Regensburg kam zweite Halbzeit nochmal und ja, haben auch ein bisschen ja, versucht Druck aufzubauen, haben ein bisschen höher gepresst, uns auch so ein bisschen hinten reingedrängt, aber wirklich nur lange Bälle. So. Also, und wir haben es souverän verteidigt, ne? Also gerade Props gehen raus an die drei IVs, also Van Drongelen, Rosbach, Malone. Sehr gutes Kopfballspiel in meinen Augen, haben die Dinger da souverän rausgeklärt. Gute Nadelstiche nachher nochmal gesetzt, die berühmten Nadelstiche zum Schluss und ja. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Kanal da und abonniert auch diesen Kanal. Hab mal heute wieder festgestellt, wie viel Spaß es eigentlich macht, so diese Stadion-Vlogs zu machen. Auch wenn das Wetter heute echt, ja, bescheiden war. Mir war echt kalt zwischendurch. Ich hoffe, das hat man nicht so doll gemerkt. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Vlog bzw. nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.